ganz neuen Länder. Das wird jetzt ein Problem, da bin ich noch nicht selber mit meinem anderen Charakter nicht so weit. Den könnte ich aber auch mal zeigen, den habe ich aber einer Arena-Show gezeigt, die 17 Minuten geht. Auch sehr empfehlen anzugucken. Kann man mal so sagen. Und die ganzen Minuten, was ich eigentlich aufnehme schon, war schon ordentlich Bums. So. Kriegt da auch noch einer auf die Fresse? Ja, das Spiel macht mir jetzt schon Spaß, hier das alles zu schaffen. So, langsam mal auf Level 14 kommen. Level 13 ist schon wieder meine Scheißzahl, aber ist eigentlich auch egal, aber. Jo, mehr kann ich zu dem Spiel nicht sagen. Jo, wir fallen um wie die Fliegen, die Gegner jetzt. Oh, bei den Knochenkämpfern muss ich mich immer acht nehmen. Der zieht mir ein bisschen mehr ab, muss ich sagen. So. Ah, kommt schon wieder einer. Zack. 5 Euro. Bin ja schon so eine arme Sau. Ja, dann hauen wir auf den auf die Glocke. Wir haben es gleich geschafft. Gleich höre ich auf zu zocken. Ja, es dauert lange, bis die Mobs mal umfallen, aber es geht. Jetzt ist es noch tragbar, aber wenn es ab Level 110 bis 120 bist oder. Das fängt ja schon an bei Level 90 schon. Oh, jetzt greift mich hier der Fetter an hier. Ey, der gibt mir auch noch einen Schadenpunkt. Es geht ab. Ah, komm, schaffe ich den. Ja, jetzt wird's mal spannend. Ja, da hat sich hinten einer wieder teleportiert. So. Auf die Fresse, du Hesse! Yeah! Aber gut geschafft hier. So, da hinten sind ja auch noch 3 Stück. Die kriegt jetzt auch mal auf die Fresse. Ja. Ja, es geht schon ab. So, da hat ein Stab fallen gelassen, den hebe ich irgendwie automatisch auf. Kann ja wohl nicht wahr sein. So, der riecht das auch mal auf die Fresse. Dann nochmal einen Zauber benutzen. Stab aufgeladen. Dann wird nochmal einen Zauber benutzen. So, Level up. So, was haben wir denn jetzt für einen Stattungspunkt? Das hat. Ja. Gut, dann hau ich den mal auf die Schnauze. So, drehen wir ein bisschen auf die Seite. Dann mache ich nochmal den Skill. Ja, das Chaos hat nämlich verdammt viele Minuten. Kann man so sagen. So, da hat sich mein Skill jetzt hier wieder aufgetan. Jetzt sind die alle hier linksbums grün. Jetzt geht's ein bisschen schneller. Ja,
Aber trotzdem kriege ich noch ordentlich FPs noch damit. Und morgen vielleicht, wenn ich die nächste Aufnahme starte, machen wir mal den Tempel weiter. Weil das wird noch ein bisschen spannend, Leute. Aber als es so killen hier, weiß ich auch nicht. Will ich mal eine Geschichte erzählen. Es war mal in den sieben Bergen mit den sieben Zwergen rum auf den Pumpen. Weiß ich auch nicht. Habe ich schon wieder viel Erfahrung gekriegt. Kann man nochmal so gelten. Nee. Aber mein Held hält ordentlich was aus. Das ist gut. So, der kriegt jetzt auch mal auf die Schnauze. Dann mache ich mal ein Skill. Und so geht das, Leute. So, die Endlos-Let's-Plays sind so richtig selten jetzt schon geworden. Tut mir leid, ja, aber was kann man machen? Ich habe schon einen dritten in Endlos-Let's-Play. Ich mache das so unterschiedlich. Mal Minecraft, mal Sims. So, wenn ich mal Lust habe, wie ich Bock habe, lade ich das dann mal hoch. Irgendwann mal. So, da kommt dann schon wieder so ein Dicker. So, bei dem mache ich mal da gleich so ein Skill rein, oder? Ja, die dauern etwas länger jetzt. So, die drei will ich auch noch mal platt machen. Aber die geben ordentlich Punkte, das ist auch schon mal gut. So, kriegst du noch mal sowas. Bei ihnen ja. Und die Minuten und die Sekunden laufen richtig wieder, ne? Ist doch wunderbar. Das Spiel macht mir jetzt schon ganz so Spaß. Endlich mal so ein Level 13 Charakter zu spielen. Ja, was haben wir da gekriegt? Ja, dann schließen wir das mal wieder. Wichtig ist jetzt erstmal Level. Schön viele Punkte einkassieren. So, was haben wir denn da hinten? Die fliegen alle wie um, die fliegen. So, jetzt machen wir wieder so ein Ding hier. Der haut mir gerade ab. Ja, hier oben sieht man, wie das eigentlich so langsam runtergeht. Aber ich schlag schon was ordentlich ab von ihm. Kann ich eigentlich schon mal die Wacht benutzen. Oh, die Level 17 Schwert. Ja, mal kurz aufzukloppen. So, nehmen wir das Schwert. Und das Schild. Können wir nicht benutzen. Na gut, da haben wir eine neue Waffe jetzt. So, jetzt sind. Boah, jetzt kommen hier noch mehr Gegner auf mich drauf. Kann doch wohl was. So, ich schlag es mal alle zu Brei hier. Ja, das sieht man auch. Wir machen jetzt auch ein bisschen mehr Schaden, auch tödliche Schläge. Aber wenn ich dann nach einer Zeit nicht mehr draufhaue, lade ich automatisch auf. So. Das geht ja auch ein bisschen schneller, oder? Kurze Stelle, ruhige und mal gleich die nächsten hier mal andocken hier. Danach folgt mich mal hinterher, so zieh ich mal ein bisschen raus hier. Das dauert immer. Dauert mir viel zu lange. Ich kann
auch Doppelschwerter nehmen, aber ich bin da weniger geschützt. Deswegen ist der Templer die einzige Klasse, die richtig Verteidigung hat.